Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. In meinem heutigen Video zeige ich euch mal ein Gadget der besonderen Art. Es handelt sich hierbei um einen Carbon E-Scooter der Marke Ethan. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Beschreibung und den Link zu ähnlichen E-Scootern natürlich auch. Und warum ich mir das Teil gekauft habe, ist eigentlich ganz simpel. Bei gutem Wetter, meine Arbeit ist von mir zu Hause ca. 3 Kilometer entfernt. Und um bequem dorthin zu kommen, in ca. 7 bis 8 Minuten, habe ich mich für dieses Gerät entschieden. So, dann schauen wir uns erstmal an, wie es in der Optik aussieht. Es ist wirklich ein schlichtes, elegantes Design. Der Akku befindet sich hier im Rohr, also ganz unauffällig verpackt, nicht wie bei sonstigen Modellen, unter dem Brett, sondern wie gesagt im Rohr. Die Verarbeitung ist wirklich auch sehr, sehr hochwertig, wie man sehen kann. Hier ist der Tachometer. Der Gashebel befindet sich rechts. Die aktive Bremse links. Was sehr, sehr cool ist, dass wenn man bremst, es nennt sich, ich weiß es nicht genau, wie man das nennt, ich glaube Rückkopplungsmotor. Das heißt, wenn man bremst, dann speist die Bremse sozusagen Energie zurück in den Akku. Also im Umkehrschluss, umso mehr man bremst, umso mehr Akkukapazität bekommt man am Ende zurück. Die Reichweite bei normaler Nutzung beträgt ca. 30 Kilometer. Aber ich werde meinen Akku natürlich immer mal wieder aufladen, wenn ich nach Hause fahre. Sprich, Arbeit hin und zurück sind ca. 6 bis 7 Kilometer. Und dann fehlt von 5 Akkustrichen einer. Also der Akku hält wirklich sehr, sehr lange. Dann der kleine Motor mit 350 Watt, was erstaunlich viel ist und für eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h sorgt, befindet sich hier im Vorderreifen. Und er ist auch wirklich sehr, sehr, sehr leise. Also man hört fast gar nicht, wenn man irgendwo vorbeifährt. Dann hier das Brett, ist auch aus vollem Carbon. Dann gibt es hier nochmal eine hintere Bremse. Man kann den Roller auch natürlich, da Brushless Motor verbaut wurde, auch passiv nutzen, sprich ihn als ganz normalen Tretroller nutzen. Dann der Hinterreifen aus Vollgussaluminium, auch sehr, sehr stabil. Daher auch die Bremse hinten, die passive. Da die aktive Bremse am Lenkrad, am Lenker nicht funktioniert, wenn der Motor ausgeschaltet ist. So, dann machen wir es mal kurz an. Dann sehen wir hier schon die Distanz, dann hat das Gerät drei Gänge. Und schauen wir gleich mal, wie schnell er fährt. Wie wir sehen, bis zu 36 km/h. Wenn man natürlich draufsteht, mit seinen ca. 70 bis 80 Kilo, dann fährt er ungefähr 28 bis 30, aber was in der Stadt natürlich vollkommen ausreichend ist. Wie gesagt, hier ist die Bremse. Auch sehr, sehr leicht zu betätigen. Und ich habe das Gerät jetzt seit circa einem halben Jahr und bin top zufrieden damit und würde es echt nur jedem weiterempfehlen, der in der Stadt wohnt und kurze Distanzen zurücklegen möchte. Die Akkuladung ist auch nach circa 2 Stunden vollendet. Und ich sag mal so, wenn man das Gerät fast täglich nutzt, dann verbraucht es im Jahr vielleicht Stromkosten von circa 5 bis 6 Euro. Also es ist wirklich emissionsarm. Und wie gesagt, für jeden weiter zu empfehlen, da das Gerät auch sehr, sehr wartungsarm ist. Die Reifen sind aus Vollgummi, sprich nicht mit Luft gefüllt oder so. Und ja, für mich eine sehr, sehr smarte Lösung. Und wie gesagt, eine eindeutige Kaufempfehlung meinerseits. Wie das Gerät in Aktion ausschaut, während der Fahrt, zeige ich euch in meinem nächsten Video, wenn das Wetter draußen mal wieder einigermaßen ansprechend ist, und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, mir vielleicht ein Abo dalasst und einen Daumen hoch, und dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.